Was treibt uns an, selbst fernste Länder zu besuchen? Erfordert es nicht auch etwas Mut, ins Ungewisse zu starten? Und ist es wirklich so einfach, sich nur in ein Flugzeug zu setzen, um einen Traum zu verwirklichen? Alles nur Gedanken. Wird dieser Film darauf Antworten liefern? Vielleicht. Denn vor mir liegt eine fantastische Reise in ein Land, fast achtmal so groß wie Deutschland, und eine Ausdehnung von den Subtropen bis in vorarktische Gebiete. Rund 12.000 Kilometer werden in Kürze die Heimat von Argentinien trennen. Kapitän Merkel und die gesamte Besatzung verabschieden sich jetzt von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren nach diesem Lufthansa Star-Allianz-Flug. Wir wünschen Ihnen jetzt hier einen angenehmen Tag im Großraum Buenos Aires. Ebenfalls noch eine sichere und komfortable Weiterreise. Und wir würden uns freuen, Sie bald wieder sofort begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Herzlich willkommen in Argentinien. Und ja, es ist jetzt 8 Uhr am Morgen. Ich bin jetzt hier gerade am internationalen Flughafen von Buenos Aires angekommen. Und ja, ich muss jetzt quer durch die Stadt zum Flughafen für nationale Flüge. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Denn das hier ist noch nicht mein Ziel. Es geht nämlich heute noch nach Salta. Die schiere Größe Argentiniens wird uns in diesem Film dazu zwingen, mit Hilfe einiger Inlandsflüge das Land in Spots aufzuteilen. Der erste davon, die Region um die Stadt Salta, liegt 1280 Kilometer Luftlinie entfernt. Obendrein leistet man sich in Buenos Aires mit dem Aeroparque einen zweiten Flughafen für Inlandsflüge, 35 Kilometer entfernt. Nach 13 Stunden Reisezeit ist die Lust für einen preiswerten Bustransfer dorthin jedoch nicht mehr so ausgeprägt und so greife ich auf ein Remise zurück. Diese Chauffeurdienste werden vom Auswärtigen Amt aus Sicherheitsgründen empfohlen und sind lauernden Taxifahrern vor dem Terminal vorzuziehen. So, jetzt haben wir es 10 Uhr. Nach einer relativ schnellen Fahrt durch Buenos Aires bin ich jetzt am Aeroparque angekommen und um 14.20 Uhr geht es dann weiter nach Salta, meinem ersten Ziel für diese Reise. Die Flughafenatmosphäre wird uns in diesem Film noch oft begegnen und der Aeroparque wird noch zwei weitere Male mein persönliches Drehkreuz für diese Reise sein. Und während ich da so am Gate sitze und warte, kommt auch schon die Maschine angerollt, mit der ich in Kürze meinen Anschlussflug in den nordwestlichen Teil des Landes antrete. Dem Bilderbuchstart folgt eine ausgedehnte Linkskurve über den Rio de la Plata, der einerseits in den Atlantik mündet, andererseits Argentinien von Uruguay trennt. Nichtsdestotrotz bringt uns der westliche Kurs nun näher an die Andenregion heran, jene Bergkette, welche den Kontinent in Nord-Süd-Richtung durchzieht. So krallt sich förmlich eine Wolkendecke an den Bergen fest, welche mein Domizil schier undurchdringlich verhüllt. Und nach vielen, vielen Stunden Reisezeit habe ich jetzt sozusagen meine erste Destination endlich erreicht. Ja, hinter mir die Kofferbänder. Ich hoffe, der Koffer ist auch mitgekommen. Und ja, gleich werde ich mir ein Auto abholen, das erste für diese Reise. Draußen regnet es. Ich hoffe, wir haben die nächsten Tage noch etwas besseres Wetter. Ein Auto in Argentinien. Für diesen Trip das erste Auto. So, 17.23 Uhr. Ich will ins Bett. 11 Kilometer. Und in Argentinien fährt man mit Licht. Und zwar volles Abblendlicht. Im Ausland sind die ersten Meter im Mietfahrzeug für mich stets ein besonderer Moment. Und zudem produzieren sie Szenen, an die ich mich auch nach einer Reise noch lange zurückerinnere. Gilt es doch, Neuland zu erkunden. Durch den Regen nähere ich mich unterdessen dem Innenstadtbereich von Salta, den es mit seinen Panzerplatten und Schlaglöchern auf der Straße im Jetlag-Modus noch fix zu bezwingen gilt.
So, das erste Hotel für diese Reise. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt nach den mehr als 10.000 Kilometern endlich angekommen bin. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen in Salta. Salta ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Nordwesten Argentiniens. Auch wenn die Stadt auf einer Höhe von 1187 Metern über dem Meeresspiegel liegt, so ist sie dennoch in einer Talsenke eingefasst, deren Ränder durch Ausläufer der Anden gebildet werden. Diese Konstellation ist es auch, die zumindest während meiner Anwesenheit die Wolken festhält und nur selten Blick auf die Sonne gewährt. Bekannt ist die Stadt mit ihren etwa 540.000 Einwohnern, aber vor allem für ihre spanische Kolonialarchitektur. Dies führt zu einem besonderen Erscheinungsbild, weshalb man Salta auch als La Linda, die schöne Stadt, bezeichnet. Weiterhin ist Salta Ausgangspunkt für Touren in die Umgebung, doch dazu mehr in den Folgetagen. Wir wollen uns zunächst etwas umsehen. Da alle Interessenspunkte nicht weit entfernt liegen, bleibt das Auto am Hotel zurück. So verschaffen wir uns erstmal einen Überblick vom San Bernardo, besuchen die Basilika San Francisco, bestaunen den zentralen Platz des 9. Juli mit seiner anliegenden Kathedrale. Ich bin zu Fuß unterwegs, weil es sind ungefähr nur so 1 bis 2 Kilometer von meinem Hotel bis zum Stadtzentrum. Ich glaube, wir verschaffen uns erstmal eine Übersicht überhaupt über die Stadt und fahren dazu hier auf einen ganz bekannten Berg rauf. Und dazu gibt es eine Seilbahn. Die man hier Teleférico nennt. Die Talstation liegt in der kleinen Parkanlage San Martin. Und von hier lassen sich die anstehenden 300 Höhenmeter auf Saltas Hausberg in knapp 10 Minuten wohl am schnellsten bewältigen. Das Seilbahnsystem stammt von der Schweizer Firma Garaventa und wurde 1987 installiert. So gleiten wir zunächst über das Häusermeer und schließlich die grünen Berghänge hinweg. Kaum in Argentinien angekommen, liegt mir schon die erste Stadt zu Füßen. Aber ich habe mir gedacht, bevor wir uns direkt unten ins Getümmel von Salta stürzen, fahre ich doch erstmal hier auf den San Bernardo hinauf. Man kann schon erkennen, wenn man hier mal so die Blicke in die Ferne schweifen lässt, dass hier doch einige Höhenzüge auch anzutreffen sind. Wundert ja nicht, wir befinden uns ja hier nicht so allzu weit vom beginnenden Andenhochland entfernt. Im Übrigen liegt die Stadt auch schon auf 1100 Meter über Normalnull. Nach diesen ersten Eindrücken von oben geht es auch schon wieder den Berg hinunter. Auf dem Weg ins Stadtzentrum kommt man automatisch am San Bernardo Kloster vorbei, seines Zeichens eines der ältesten Gebäude der Stadt. Die Erbauung fällt in den Zeitraum des späten 16. oder frühen 17. Jahrhunderts. Schon 1941 erklärte man den Komplex zu einem historischen Monument. Lange Zeit galt es als Werbesymbol für die Stadt Salta. An der Straßenecke Caseros-Córdoba findet man indes die Basilika San Francisco. Dass es sich hier um eines der schönsten Bauwerke handelt, ist offensichtlich. Die Rokoko-Fassade ist prächtig geschmückt und weist italienische Einflüsse auf. Auffällig sind hier die Stuckvorhänge in den Torbögen ebenso wie die Blumen- und Girlandengestaltung. Der 57 Meter hohe Glockenturm zählt zu den höchsten in Südamerika. Auch der Innenraum des Bauwerks weiß seinen Besucher zu verzaubern. Alles bis ins letzte Detail gestaltet, verziert und geschmückt. Nicht zu vergessen der marmorne Altar, im Jahre 1789 eigens für die Kirche angefertigt. Ja.
unterwegs in den Straßen von Salta. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Platz des 9. Juli und der ist auch schon gleich hier, weil der Innenstadtbereich ist sehr übersichtlich. Es sind wohl die alten Gebäude aus der Kolonialzeit, gepaart mit der zentralen Grünfläche, welche den Platz des 9. Juli zu einem Anziehungspunkt machen. Neben dem Rathaus zieht auch die 1858 erbaute Kathedrale die Blicke auf sich. Sie und der angrenzende Bischofspalast dominieren die Nordseite des quirligen Platzes mit einer italienisch anmutenden Neobarockarchitektur. Leider ist die Kathedrale zum Zeitpunkt meiner Anwesenheit verschlossen und so begnügen wir uns einiger Blicke von außen. Ohnehin wird man den quadratischen Platz gleich mehrmals umrunden und auch in sein grünes Herz vorstoßen, in dem das Altstadtflair so recht zur Geltung kommt. Man bedenke, Salta breitete sich genau hier ab dem 16. April 1582 aus. So ist der Platz des 9. Juli, in Gedenken an den Unabhängigkeitstag Argentiniens, noch heute ein besonderer Ort. Ja, da würde ich sagen, das war schon Salta in Kurzform. Aber wenn man von Salta spricht, dann spricht man eigentlich nicht unbedingt nur von der reinen Stadt, sondern vielmehr auch von den Sachen, die man sich hier noch in der Umgebung ansehen kann. Und genau das werde ich mal mit dem morgigen Tage starten. Einen wunderschönen guten Morgen, Salta! Hoi, was ist denn hier passiert? Ich glaube, das Wetter ist kein Vergleich mehr zu dem der vergangenen Tage. Nur gut, dass es heute auf Strecke geht. Ja, und ich hatte schon gedacht, hier das, was hier so am Stadtrand zu sehen war, das sind alles nur Wolken. Nee, das sind Berge und vor allem richtig hoch. Gut, ich werde jetzt hier mal unten so langsam aber sicher mein Frühstück einnehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon unten am Auto wieder. Das argentinische Frühstück ist auf den ersten Blick nicht sonderlich umfänglich. Es gibt meist Toast, Brötchen, Croissants. Der Argentinier startet den Tag vornehmlich süß. Und so gehört Dulce de Leche, eine Art Karamellcreme, zum Standard noch vor Marmelade und Schinkenkäse. Nur in größeren Touristenhotels werde ich im Laufe der Reise auf Obstsalat oder Eierspeisen stoßen. So, jetzt ist es 8.22 Uhr. Und ich glaube, wir fahren jetzt mal so langsam los. Die erste große Tour in Argentinien für diesen Trip. Ich verlasse die Stadt in nördlicher Richtung. Das heutige Ziel ist der Cerro de los 14 Colores, zu Deutsch Berg der 14 Farben, unweit der Kleinstadt Humahuaca. Die Wegstrecke über 245 Kilometer wird mich zunächst durch die noch grüne Umgebung führen, wobei die Strecke alsbald an Höhe gewinnt und die Landschaft im Folgenden karger und trockener wird.
Jetzt haben wir es irgendwie so, ja, schon fast später Vormittag. Es sind noch in etwa jetzt so 150 Kilometer bis zum ersten Ziel des Tages. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt hier einfach mal angehalten am Wegesrand. Denn hier titelte ein Schild, dass man hier mal anhalten soll. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Es ist kurz vor Mittag, als ich so langsam Druck auf die Ohren bekomme. Die Wegstrecke verlässt das grüne Tal und führt hinauf zu dem beginnenden Hochplateau. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man auf den Höhenmetern Schönwettergarantie hat, während Salta zeitgleich in Wolken verhüllt ist. Immerhin erreiche ich nun den Abzweig zur Kleinstadt Umahuaca. So, wie man hier sehen kann, wenn das Navi ja mal endlich die Klappe halten würde, ne? Ich habe jetzt die Stadt oder das Pueblo Umahuaca erreicht und ab hier geht die Straße jetzt nach rechts und sie wird sich gleich in eine Schotterpiste verwandeln und mich etwa 26 Kilometer hier die Berge hochführen, in der Hoffnung, dass der Kleine das hier mitmacht, denn dort gibt es eine schöne Bergformation zu sehen. Der geneigte Zuschauer wird spätestens jetzt bemerken, dass diese Reise einer Expedition gleichkommt. Es ist teilweise gar nicht so einfach, Argentiniens Highlights zu erreichen. 24 Kilometer Schotterpiste zum Aussichtspunkt El Hornocal bei kleiner Bereifung resultieren in einer nur sehr langsamen Fahrt dorthin. Die folgenden Szenen verdeutlichen aber, dass besonders die einsame Landschaft zwar eintönig, aber doch irgendwie reizvoll ist. So viel steht fest, es werden Stunden sein. Fest steht auch, die Wegstrecke hat mich viele weitere Meter in die Höhe geführt. Sei es drum, ich bin da. 4350 Meter. Krass. Alter Vater, ey. Und das mit dem Nissan Micra. Jawohl. Und soll ich euch was sagen? Es sieht so schön aus. Bei dem Anblick der Serranías del Hornocal kann es einem die Sprache verschlagen. Im Zickzack verwinkelt sich der Gebirgszug mit seinen 14 Farben und dazu wird er noch perfekt von der Sonne illuminiert. Vor dem tiefblauen Himmel ergibt sich so ein Bild von Argentinien in Bestform. Obendrein liegt alles in dünner Luft auf 4350 Meter. Da muss man ab und zu schon einmal kräftig durchatmen. Nur notdürftig ist der hiesige Parkplatz angelegt, von dem man aus das Farbspektakel beobachten kann. Wenigstens bleibt dem Betrachter des Films der steife Wind verborgen, der hier in der Höhe bläst. Ich bin doch etwas außer Atem. Diese 4300 Meter Höhe hier, die haben es wirklich in sich. Vor allem, ich hatte diesmal gar nicht so viel Zeit, mich überhaupt an die Höhe zu akklimatisieren. Ich bin von 1000 Meter gleich auf 4000 Meter hoch. Ich weiß auch nicht. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hinter uns ist der Berg der 14 Farben, der Cerro de los 14 Colores. Damit aber noch nicht genug, denn Argentinien hat noch einen in der Hinterhand. Wir werden heute noch den Berg der 7 Farben sehen, den Cerro de los 7 Colores.
sozusagen der Hausberg der Kleinstadt Purmamarca. Ein Trip von nur noch 95 Kilometern. Dazu geht es auf gleicher Strecke den Berg wieder hinunter, der diesmal wenigstens von einigen Guanacos gesäumt wird. Da wären wir angekommen in Purmamarca, ein sehr kleines Dorf, aber doch mit touristischem Hintergrund. Ihr erinnert euch an diesen siebenfarbigen Berg, den ich vorhin erwähnte. Der ist hier sozusagen gleich im Rücken von der Hotelanlage. Das werden wir also auch morgen sehen und ich würde sagen, wir lassen den Abend jetzt hier erstmal gemütlich einläuten. Purmamarca am Morgen. Ein Dorf versteckt in den Bergen. Dennoch nicht unbekannt. Auf knapp über 2200 Metern gelegen, zählt man hier nur rund 2100 ständige Einwohner unterhalb des bekannt farbigen Berges. In der Morgensonne schimmern seine Mineralien besonders ansehnlich, die Produkt komplexer geologischer Prozesse über einen Zeitraum von 600 Millionen Jahren sind. Einmal mehr ist die Ortschaft deshalb Anziehungspunkt zahlreicher Besucher. Dieser begründet sich nicht zuletzt durch das typische latinoamerikanische Flair. Das Ortsbild ist geprägt von kolonialer Bausubstanz. Und obschon das Dorf verschlafen daherkommt, ist besonders am Tage auf dem zentralen Platz so einiges los. Auf dem Kunsthandwerksmarkt bieten die Bewohner ihre Manufakturen an. Bunte, liebevoll gefertigte Stoffwaren, wohin man schaut. Sehenswert ist außerdem die Kirche Santa Rosa de Lima. Ihre Geschichte geht bis in das Jahr 1648 zurück. Das Erscheinungsbild kommt im klassischen Stil der Quebrada daher, äußerlich getüncht in weißer Farbe. Schon im Jahr 1941 erklärte man das Bauwerk zu einem Nationaldenkmal des Landes. Ein ähnlich hohes Alter hat der Johannesbrotbaum auf dem Buckel. Man schätzt sein Alter auf etwa 700 Jahre. Nun denn, nicht ganz so viel Zeit wird im Folgenden verstreichen, um das Tagesziel zu erreichen. Die Salineras, ein ausgedehnter Salzsee. So, es wird langsam Zeit zum Aufbruch. Wir sind jetzt auf 2336 Meter und jetzt geht es viele Meter nach oben. Ist es nicht erstaunlich, hier auf dem Dach der Welt unterwegs zu sein? Zunächst geht es die Andenberge bis auf über 4000 Meter hinauf, um danach wieder in Serpentinen den Berg hinabzufahren, um dann in Kürze auf eine sehr große flache Ebene zu stoßen,
Denn wer genau hinsieht, erkennt in der Ferne bereits den weiß schimmernd großen Salzsee der Salinas Grandes. Von ihnen gibt es einige in dieser Gegend, wobei die Salineras über eine geteerte Straße wohl am besten zu erreichen sind. Diese Schilder hier stehen in ganz Argentinien. Ich habe sie sogar schon bei einer vorangegangenen Reise unten auf Feuerland gesehen. Nun, wir befinden uns in einem recht nördlichen Teil des Landes. Und einmal mehr titelt dieses Schild uns jetzt natürlich die Salinas Grandes. Und die schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Und das Ganze hier liegt übrigens so auf 3400 Meter über Normalnull. Von der Optik sollte man sich keinesfalls täuschen lassen. Der Salzsee ist doch gleich da hinten, könnte man sagen. Tatsächlich fährt man noch gute 10 Kilometer, bis man endlich da ist. Die Straße führt dabei mitten durch den Salar auf einem Damm hindurch. Nun hält uns aber nichts mehr davon ab, diese unwirkliche Umgebung endlich zu erkunden. So, wir machen jetzt mal eine kleine Salzseewanderung. Das ist doch mal was ganz anderes, oder etwa nicht? Das wollte ich schon immer mal machen, ehrlich gesagt. Im Übrigen, ich habe mir jetzt mal die Sonnenbrille aufgezogen, weil hier ist es sowas von hell, man kann eigentlich kaum vernünftig gucken. Ja, wenn ich jetzt hier gleich weiter geradeaus gehe, dauert nicht mehr lang, gleich bin ich da. Da gibt es hier so Salzwasserkanäle, wo man eben Salz gewinnt. Salz, nichts als Salz. Der etwa 212 Quadratkilometer große See entstand vor gut 5 bis 10 Millionen Jahren infolge tektonischer Aktivität am Osthang des Andengebirges. Deshalb liegt das Hochtal heute auf rund 3450 Meter über dem Meeresspiegel. Gleich mehrere Flüsse verloren im Laufe der Zeit ihren Abfluss und so bilden sie heute die Hauptquellen der Salinas Grandes. Die Salzschicht ist durchschnittlich 30 cm dick und besteht aus Natriumchlorid. Das nutzt man natürlich auch industriell. Man trifft auf zahlreiche kleinere Salinen und auch industrielle Anlagen, mit denen Salz gereinigt und extrahiert wird. In der gleißend hellen Sonne leuchten die Becken in einem intensiven Türkis. Die trockene Höhenluft und starke Sonneneinstrahlung lässt das Wasser derart schnell verdunsten, sodass die Verdunstungsenergie Kälte produziert. Vielleicht mal eine kleine Geschmacksprobe fällig? Salz. Salz ist doch mitunter eigentlich ein ziemlich stabiles Material, kann man immer wieder feststellen, vor allem was man tolle Sachen draus machen kann. Und ich war mir die ganze Zeit unsicher, wie ich jetzt überhaupt weiter vorgehe, denn entweder ich fahre jetzt direkt sozusagen nach Salta zurück, übernachte dort und werde von dort aus den morgigen Trip starten, oder ich fahre von hier aus jetzt eine etwa 130 Kilometer lange Schotterpiste und würde dann praktisch direkt dort ankommen, wo ich denn eigentlich dann, wenn morgen, hinfahren würde. Im Endeffekt fahre ich direkt nach Salta zurück, erreiche die Stadt am Abend und checke ins gleiche Hotel ein. Die GPS-Punkte waren einprogrammiert. Ein wenig Zickzack bleibt hier nicht aus, da ich die Reise möglichst preiswert gestalten will. In der Planungsphase hatte ich von der Anmietung eines Allradfahrzeugs abgesehen, mit dem lange Schotterpisten hätten passabler absolviert werden können. Immerhin habe ich diesmal ein Zimmer mit ausgedehnter Dachterrasse. Halb 10 am Morgen. Ich habe das Treiben in Salta verlassen und wir finden uns gleich in einer richtig geilen Landschaftskulisse wieder. Noch ist es schön grün. Ja, und eine erste Eisenbahnbrücke, die schon so ein bisschen rostfarbig aussieht, die tituliert uns schon, worum es heute überhaupt gehen wird, nämlich um das Thema Eisenbahn. Denn es gibt eine Zugverbindung, der sogenannte Tren de las Nubes, der Zug in den Wolken. Und dazu muss er ziemlich viele Höhenmeter erklimmen und um das zu realisieren, hat man hier mehrere Viadukte in die Landschaft eingesetzt. Und die gucken wir uns heute mal an. Ein gut ausgefüllter Tagesausflug von Salta, der mit diesen Bildern in einer noch mehrheitlich grünen Landschaft beginnt. Und das ist wohl auch das Spannende an jener Zugverbindung, deren Spuren wir heute in Teilen folgen. Die Bahnstrecke verbindet Salta mit der chilenischen Stadt Antofagasta über eine Gesamtlänge von 780 Kilometern. Das Terrain ist sehr anspruchsvoll, gilt es nichts Geringeres als die Andenkette zu queren.
Dies gelingt mit der Hilfe von 29 Brücken, 21 Tunneln, 2 Kehrschleifen, 2 Spitzkehren und 13 Viadukten. Die imposantesten davon auf argentinischer Seite sehen wir in Kürze. Dazu folge ich der Strecke 51, die sich in eine bizarre Bergwelt hineinwinden wird. So, dann würde ich sagen, das nächste oder erste Viadukt ist gerade mal 6 Kilometer entfernt. Fahren wir da jetzt mal hin. Es ist dem US-amerikanischen Ingenieur Richard Maury zu verdanken, dass diese Strecke existiert. Einst zum Transport von Salpeter angelegt, verkehrte der Zug in den 1970er Jahren bei Bedarf und ab 1985 regelmäßig als Touristenverbindung. In jüngster Zeit werden meist nur Teilstrecken bedient. Die Ingenieurskunst ist hier zwar schon imposant, wird im Verlauf der Strecke aber noch eine Meisterleistung hinlegen. Denn dieses Bauwerk befindet sich nur auf 1200 Meter über Normalnull. Die Strecke wird weitere rund 3000 Meter ansteigen, weshalb man bei dieser Eisenbahnlinie auch vom Zug in den Wolken oder eben Tren a las Nubes spricht. 11 Uhr am Vormittag und ich glaube, das erste Viadukt haben wir jetzt ausreichend gesehen. Jetzt fahren wir zum zweiten. Bis dahin sind es 143 Kilometer. Erstmal schön drunter durch. Fährt schon eine ganze Weile. Und auch mein Weg könnte man als Straße in den Wolken betiteln. Die Strecke führt mich in dünner Luft über den Abra Blanca mit seinen 4080 Meter über Normalnull. Etwas weiter kreuzt dann wieder die Eisenbahnlinie die Wegstrecke, die sich im Nichts zu verlaufen scheint. Doch das Gegenteil ist der Fall. Sie führt durch die kleine Ortschaft San Antonio de los Cobres, selbst wieder auf 3770 Meter gelegen. Das ist auch jene Kleinstadt, zu der ich hätte gestern vom Salzsee aus direkt hierher fahren können, aber über eine zu lange Schotterpiste. Ganz ohne Schotter geht es ohnehin nicht. Der Teerbelag endet hier. Immerhin ist es jetzt nicht mehr allzu weit bis zum Meisterwerk entlang der Eisenbahnstrecke. Viaducto La Polvoria, genau, da geht's jetzt hin. Noch 18 Kilometer. Und ich sehe hier noch was, den Paso de Sico, den kann man von hier aus auch erreichen. Paso de Sico, erinnert ihr euch? Vor uns türmt sich das Gesteinsmassiv des Paso Sico, also des Sico-Passes, auch meterhoch auf. Ich glaube bis zu auf 5000 Meter über Normalnull. Und dahinter befindet sich dann schon bereits wieder Argentinien. Bei einer vorangegangenen Reise war ich auf der anderen Seite vom Pass in Chile. Und diesmal bin ich auf der östlichen Seite in Argentinien. Das Viadukt La Polvoria ist noch so ein Ort, der einerseits sehr abgelegen, andererseits nur über mindere Straßenqualität erreicht werden kann. Bewusst habe ich deshalb meinen Zeitplan mit ordentlich Reserve gestaltet. Dabei gilt stets die Devise, je größer die Steine, desto langsamer. Eine Taktik, die sich auszahlt. Um es vorwegzunehmen, alle 3 Mietwagen in diesem Film werde ich mit intakter Originalbereifung wieder abgeben. Viertel nach 2 und schaut mal, was dort hinten auftaucht. Dieses zweite Viadukt. Dieses zweite Viadukt für heute ist doch schon ein bisschen größer als das
was wir heute Morgen gesehen haben, weil es ist ja schon Mittag durch. Und man merkt, man braucht doch schon ganz schön lange, um hierher zu kommen. Meter über dem Meeresspiegel. Das Viadukt von La Polvoria ist nicht nur das bekannteste entlang der Eisenbahnstrecke, sondern verdeutlicht auch, dass es sich hier um eine der höchstgelegenen Eisenbahnbrücken der Welt handelt. Ihre Stahlträger haben eine Länge von 224 Metern und eine maximale Höhe von 63 Metern. 1590 Tonnen Stahl hat man hier verbaut. Das nicht ohne Grund, denn Ingenieur Richard Maury stand vor dem Problem, eine breite Schlucht zu überqueren, durch die ein Nebenarm des San Antonio de los Cobres, gleichlautend mit der nahen Stadt, fließt. Er wich 18 Kilometer nach Norden aus, um die auf der Reise gewonnene Höhe nicht zu verlieren. So sehen wir uns an dieser Stelle jenem bekannten Bauwerk gegenüber, das heute Besucher aus aller Welt anzieht. Sie alle eint, dass man sich selbst vor der imposanten Größe unbedeutend klein vorkommt. Musste ich denn ausgerechnet noch meine Sonnencreme im Hotel vergessen? Na gut, aber ich merke schon, das Ding ist eine riesengroße Konstruktion. Ich gehe jetzt hier mal gerade unter diese Stützpfeiler drunter. Also man fühlt sich sehr, sehr unbedeutend klein, wenn man hier unten drunter irgendwie durchläuft. Und interessanterweise, diese Schotterpiste, wäre ich wahrscheinlich gestern sogar entlang gekommen, wäre ich die direkte Strecke gefahren bis nach San Antonio de los Cobres. Einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Tagestrip von Salta aus. Das Ganze um 8.40 Uhr. Ich versuche mich jetzt hier gerade wieder aus dem Stadtverkehr herauszuschälen. Heute geht es in südliche Richtung, aus der Stadt hinaus. Und auch nicht mehr in gar so große Höhen, also keine 4000 Meter mehr. Schon früh am Morgen ist auf den städtischen Straßen so einiges los. Bald müsste ich eigentlich alle Ortsausgänge durchhaben. Zum Berg der 14 Farben ging es nach Norden, zu den Viadukten nach Westen und heute eben nach Süden. Etwa 114 Kilometer trennen mich bis zum ersten Tagesziel, denn heute fahren wir nach Deutschland. Deutschland kann nicht mehr lange dauern. Ich glaube hier. Kann das sein, so weit weg von zu Hause und dann eine Ortschaft, die tatsächlich Alemannia heißt, das spanische Wort für Deutschland? Von einem Land kann hier eigentlich keine Rede sein. Vielmehr von einem Geisterdorf, versteckt an der Mündung des Flusses Rio Alemania in den Rio de las Conchas. Bis in die 1920er Jahre lebten hier über 200 Familien. Alles hätte sich so schön entwickeln können. Das Dorf entstand im Jahr 1912 als eine Zwischenstation an der Eisenbahnlinie, welche die Stadt Salta mit dem südlich gelegenen Cafayat verbinden sollte. Man begann das Bauvorhaben in Salta und endete genau hier. Die Fertigstellung bis Cafayat ist nie erfolgt. So führen die Schienen heute ins Leere. Auf Züge wird man wohl lange warten müssen. Im Jahre 1918 stoppte die Regierung das Bauvorhaben und gab es zwei Jahre später endgültig auf. So versank Alemannia in den Unweiten seiner Geschichte. Heute halten hier gerade noch eine Handvoll Familien die Stellung. Ein kleines, verschlafenes Dorf. Um nicht zu sagen,
kleines verschlafenes Deutschland. Ein Deutscher in Deutschland. Ja, sehr schön. Zugegebenermaßen, die Gleise haben schon lange, lange, lange keine Zugbewegung mehr gesehen und sie führen auch heute irgendwo ins Nichts und in die Leere. Dennoch hat man den Bahnhof hier restauriert und heute ist das Ganze hier ein Freilichtmuseum. Verlässt man das Geisterdorf in südlicher Richtung, fährt man in die Schlucht der Muscheln im spanischen Quebrada de las Conchas hinein. Hier handelt es sich um ein etwa 75 Kilometer langes Schluchtensystem, welches von der Nationalstraße 68 durchquert wird. Die Schlucht kommt größtenteils wüstenhaft daher und basiert an vielen Orten auf Sand-, Silt- und Tonsteinformationen. In Kürze sehen wir die bekanntesten Formationen, die entlang der Nationalstraße angesiedelt sind und zu den weiteren Tageszielen gehören. Argentinien, das Land der Berge und Felsen. Die folgenden Stops beweisen, dass es ein paar eigentümliche Ausnahmen gibt, die aus der Masse herausstechen. Dazu gehören der Teufelsrachen, das Amphitheater, der Obelisk und die Burgen, allesamt durch Erosion kreidezeitlicher Ablagerungen entstanden. Wenn man hier reingeht, dann kommt man sich auch wieder so unbedeutend klein vor. Weil das sind Ausmaße, das ist der Hammer. Garganta del Diablo, der Teufelsrachen. Das klingt nicht nur pompös, es sieht auch so aus. Ich bin inmitten einer großen Felskluft. Tief hineingehen kann man allerdings nicht, denn der weitere Zugang wird durch einen Felsvorsprung begrenzt. In der gleißenden Sonne ist zudem alles staubtrocken. Wenn hier nicht noch ein kräftiger Wind herrschen würde, ergäbe sich sicherlich eine bizarre Schallsituation. Die ist dafür am Amphitheatro bestens gegeben. Auch hier handelt es sich um eine Felsausbuchtung, die nur marginal anders durch urzeitliche Kräfte geprägt ist. Die Gestaltung des Felsens sieht so aus, als wäre hier Steinscheibe auf Steinscheibe gepresst. Vor diesem Hintergrund fällt El Obelisco ein wenig aus dem Rahmen. Seine isolierte und herausstechende Lage gab ihm seinen Namen. Vor drei. Wow. So, ich bin jetzt bei den Los Castillos angekommen. Die sind gleich da drüben. Ihr wollt sie näher sehen? Da sind sie doch. Aber ich glaube, wir gucken uns die noch mal ein bisschen näher an. Und ich würde sagen, interessante Steinformation. Es ist wohl ihre einzigartige Form, deren Extremitäten wahrlich an die Baukunst von Burgen erinnern. Dazu werden sie in der Nachmittagssonne ins rechte Licht gesetzt und schimmern in einem braun-rötlichen Ton kontrastreich vor dem blauen Himmel. Nun denn, die Los Castillos oder zu Deutsch die Burgen markieren für die heutige Tagesexkursion das südliche Ende. 167 Kilometer trennen mich nun von Salta, die am Nachmittag schnell verstreichen, und somit können wir die Besichtigung des Umlands auch so langsam zu den Akten legen.